Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute packe ich ganz fix mein neues Samsung Galaxy Tab S6 Lite aus, zusammen mit einem Bookcover, das von Samsung dabei war. Und dann verliere ich kurz ein paar Worte dazu, wieso jetzt ein Tab S6 Lite wurde für mein Studium und nicht ein iPad Air oder ein iPad, wie ich es hier hinten liegen habe. Das hier hinten ist nicht mein iPad. So, Unboxing. Erstmal zu dem, was uns wirklich interessiert. Dem Samsung Galaxy Tab S6 Lite. Okay. Hier ist ein. Super. Okay, hier haben wir direkt das Tablet. Das kommen wir erstmal zur Seite. Wir haben ein USB auf USB-C Kabel. Das Gerät unterstützt nur USB 2.0, soweit ich weiß. Und auch kein HDMI-Adapter, aber das ist jetzt erstmal Nebensache. Ladegerät liegt bei. Es handelt sich um einen 7,8 Watt Charger, also kein Fast Charging, aber doch in Ordnung. Werde ich wahrscheinlich nicht verwenden, höchstens mal zum Reisen. Mit dabei sind noch ein SIM-Eject-Tool, denn das Gerät kann Micro-SD-Karten aufnehmen. Und die üblichen Quick-Start-Guides, Garantiekarte, Kurzanleitung, was man eigentlich nicht unbedingt braucht. Packen wir es mal wieder ein. Und ein Stift. Hier kann man sehen. Dazu gleich noch mehr. So, das Tablet. Wie geht das auf da? So, hier ist das gute Stück. Es handelt sich hier um das Samsung Galaxy Tab S6 Lite in der blauen Variante. Es hat 64 GB Speicher und kein LTE. Es kostet so, wie ich es jetzt hier habe, momentan 350 Euro bei Amazon. Ich habe es aber vor ungefähr 2 Wochen noch bei Samsung direkt bestellt. Da gab es so eine nette Aktion, dass man, wenn man es für, ich glaube, 367 Euro kauft, noch diese schicke Hülle dazu mit Tastatur, die ich gleich auch auspacken werde. Aber erstmal kurz, wie ihr schon gesehen habt, in diesem Preis ist der Stift mit inbegriffen. Der Stift, der hält magnetisch an der Seite, an einer der beiden. Der Stift muss nicht aufgeladen werden und ist im Endeffekt dafür da, um mit diesem Tab S6 Lite zu schreiben. Also ich nutze es dann auch primär für die Uni. Jetzt kurz noch ein kleiner Vergleich schon mal. Größenvergleich. Das hier ist jetzt das iPad Air 2019. Und ich schreibe mir das Ding mal an. So. Man sieht schon von der Breite her, ich hoffe, das sieht man, ist es wesentlich schmaler, auch ohne Hülle. Und es ist auch kürzer. Trotzdem haben wir hier beim iPad ein 9,7 Zoll Display und hier beim Tab S6 Lite ein 10,4 Zoll Display. Allerdings hier 4 zu 3 Formfaktor und hier 16 zu 9. Vielleicht sehen wir es gleich, wenn es anspringt. Ich kann hier kurz vorspulen. So, jetzt sehen wir hier, das Display ist an. Und man sieht schon, das Display ist einfach etwas größer, aber dafür halt länger und nicht ganz so breit. So viel zu diesem Formfaktor. Wieso wurde es ein Tab S6 Lite und kein iPad? Und wieso liegt hier ein iPad? Das iPad, das gehört nicht mir, das gehört meinen Eltern. Ich selber habe auch noch ein iPad Air von 2013. Das unterstützt aber nicht den Stift. Und mir ging es eben speziell um die Stiftunterstützung, wie wahrscheinlich vielen Studierenden. Und ich wollte weg vom iPad, da ich als Windows-Nutzer und Android-Nutzer fürs Handy nicht zurechtkomme mit der Datenübertragung und ich will einfach flexibel in der Datenübertragung sein mit meinen vorhandenen Geräten. Hier kann ich ja mein Tablet anschließen und am Windows verhält sich wie ein USB-Stick quasi, wo man Dateien schnell hoch und runter schieben kann. Ich werde die Dateien über Google Drive synchronisieren und so habe ich dann auch überhaupt kein Problem. Cool ist auch, dass hier der Stift dabei ist. Ich habe mal Preise rausgesucht für das iPad hier mit Stift und der Stift kostet ungefähr 90 Euro und das Tablet kostet in der 128 GB Variante 480 Euro, also rund
570 €. Ich selber wollte mindestens 128 GB haben fürs Tablet, weil das iPad ja nicht erweiterbar ist. Hier habe ich mir noch zusätzlich für 60 € eine 500 GB Speicherkarte bestellt. Das heißt quasi, ich habe dann ungefähr 430 € bezahlt und habe dann 560 GB Speicher. Das war so mein Gedanke. Ich möchte eigentlich ordentlich Speicher haben und es ist einfach wesentlich günstiger und ich komme mit dem Apple-Dateisystem nicht zurecht. Bedeutet nicht, dass ich die iPads nicht für gut finde. Es ist nur einfach nicht das Richtige für mich. So, so viel dazu. Jetzt komme ich noch kurz zur Hülle. Die Hülle kostet bei Samsung, habe ich nachgeschaut, um die 100 €. Bei mir war sie eben im Kaufpreis von 367 € dabei, weil da eine Aktion war bei Samsung. Und müssen wir das fix auspacken. Okay, ich verstehe nicht den Sinn dieser Lasche, aber ja, jetzt habe ich es. Ein Massaker. So. Hier haben wir diese Hülle. Also ich habe es mir direkt bei Samsung bestellt, weil eben diese Hülle dabei war. Und hier sieht man schon, hier ist eine Tastatur dabei, das ist die von Samsung, beziehungsweise von einem Dritthersteller für Samsung hergestellt. Die kann man sich eben für 100 € im Samsung Store kaufen. Hier hat man auch eine S-Pen-Halterung, die magnetisch ist. Also, uppa, hier haben wir den S-Pen. Hier noch ein User's Guide. Oh, und was hat es damit auf sich? Hier ist noch irgendwie ein Kabel. Dass man. Ah, das ist die Stromversorgung für die Tastatur wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich die Tastatur. Ja. Wie kriege ich das jetzt da rein? Diese Folien brauche ich, glaube ich, nicht mehr. Finden wir es heraus. Natürlich könnte man in die Anleitung schauen. Mache ich nicht. Ich glaube, ich muss hierfür doch mal die Anleitung lesen, denn ich will jetzt dieses fancy Cover nicht kaputt machen. Ich blende einfach gleich nochmal ein, wie das Ganze dann im eingebauten Zustand aussieht. Okay, ich habe es ohne Anleitung herausgefunden. Ich bin stolz auf mich. Man kann dieses Oberteil hier rausziehen. Kann dann das Tablet einschieben. In der Theorie und auch in der Praxis. Ah, jetzt ist es auch eingesteckt. Okay. Und dann kann ich das Oberteil mit draufstecken. Irgendwie. Vielleicht. Hi, das sitzt fest. Okay, hätten wir das soweit. Also hier haben wir jetzt dann das Tablet mit der Tastatur. Ich werde das auch jetzt erstmal so verwenden und gucken, ob das auch gut funktioniert. Man kann auch hier das Tablet laden, sehe ich gerade. Also ich habe mich nicht über diese Tastaturhülle informiert, weil ich das Tablet wahrscheinlich auch ohne langfristig nutzen werde. Das werde ich noch feststellen. Und man kann hier auch das Tablet aufstellen und dann mit Tastatur und dem Stift verwenden. Also ich finde es ganz cool, das Ganze für knapp 370 € zu bekommen. Eventuell wird es ein Review geben. Noch vielleicht für die Apps ein kleines Ding. Ich habe mich da jetzt ein bisschen informiert. Meine Freundin hat auch schon ein Tab S6 Lite, mein Bruder. Und ich werde versuchen, erstmal mit der Samsung Notes App zu arbeiten, die schon ziemlich gut geworden ist über die letzten Jahre. Auch sehr gute Stiftunterstützung hat. Und sollte das nicht sein, werde ich wahrscheinlich Microsoft OneNote verwenden. Ja, so viel dazu. Ich hoffe, es hat euch doch irgendwie gefallen. Es war in gewisser Weise hilfreich. Und bei Fragen könnt ihr euch gerne an mich wenden in den Kommentaren. Vielleicht gibt es ein weiteres Video, vielleicht auch nicht. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie es sich schlagen wird. Und ja, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ciao.
Ein kleiner Zusatz. Ich habe das Gerät jetzt vollständig eingerichtet und hier mal kurz einen Überblick über die Apps, die drauf sind. Vorinstalliert sind Netflix, Spotify, Game Launcher, Samsung Notes für Stiftunterstützung, YouTube Music, weil kein zusätzlicher Music Player, doch, Music Player ist vorinstalliert, aber YouTube Music. Die ganzen Standard-Apps, die man halt auf dem System hat. Microsoft sind vorinstalliert Outlook, Drive, Office. Werde ich jetzt wahrscheinlich weniger nutzen. Die Standard-Google-Programme, wo man, ich sag mal, Duo, Play, Serien auf jeden Fall runterschmeißen kann. Den Rest überlege ich mal. Also YouTube und Maps nutze ich ja ziemlich viel und Gmail. Und von Samsung auch nochmal eine ganze Reihe von Programmen. Der altbekannte und gehasste Bixby. PenUp ist wahrscheinlich ein Zeichenprogramm. Der Galaxy Store ist da. Also Apps, die man eigentlich nicht braucht, aber leider auch zum Großteil nicht deaktivieren kann. Im Großen und Ganzen ist es aber noch nicht zu überladen, wie ich es schon bei anderen Tablets hatte. Ja, bin gespannt, wie es wird.